Hi, ich drehe heute ein Video ab, was ich schon seit Jahren abdrehen wollte. Und zwar soll es um meine Zähne gehen und vor allem um meinen Zahnweiß, also wie ich meine Zähne weißer, heller bekomme. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, falls euch interessiert, meine Zahnschienengeschichte. Ich hatte ja nicht Zahnspangen, sondern eben diese Schienen. Und da fragen immer mal einige dazu, wie ich das fand und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so viele von euch interessiert. Also gebt dem Video auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Dann weiß ich, dass das halt wirklich auch genügend Leute interessiert, dass ich da ein Video mache. Nicht, dass ich das drei Leute angucke und ich mir denke, das hätte ich vielleicht auch privat einfach beantworten können. Aber macht das gerne. Aber wie gesagt, heute soll es ums Zahnweiß gehen. Ich persönlich bin keine Zahnärztin, habe nichts mit Zähnen zu tun und so weiter, also bin kein Experte. Ich mache das aber zu Hause. Warum? Weil ich damit, ich glaube, 2010, 11 angefangen habe und ich einfach nicht das Geld hatte, das beim Zahnarzt machen zu lassen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, auch mit dem Zahnarzt das vorher zu besprechen, ob das in Ordnung ist. Aber ich fahre damit seit 2010, 11 sehr gut. Und zwar sind das die Crest White Strips. Die gibt es in verschiedenen Formen und Farben, nein, aber in verschiedenen Sorten, also wirklich für sensible Zähne. Man muss sie nur 5 Minuten drauf lassen. Das hier sind jetzt die Glamorous White Strips. Dann gibt es welche nur für 5 Tage, für 14, für 20, wie auch immer, ganz, ganz verschieden. Vom Preis her würde ich sagen zwischen 30 und 70 Euro, je nachdem, was das für ein Set ist. Das hier hat jetzt, ich glaube, so 40, 50 Euro gekostet. Das hier habe ich aus den USA letztes Jahr gekauft. Kriegt ihr in den USA in jeder Drogerie. Aber davor habe ich das immer bei eBay UK gekauft, weil man da keinen Zoll zahlen muss. Und ich fahre damit sehr, sehr gut. Was ich hieran schön finde, ist, dass ihr selber kontrollieren könnt, wie oft ihr das benutzt. Und ich weiß, dass viele, die ich kenne, bei Zahnärzten es bleichen lassen und gute Erfahrungen haben, aber ich kenne auch viele, die gesagt haben, die Zähne sind danach sehr sensibel oder extrem hell, sieht unnatürlich aus und so Ross von Friends mäßig. Und das habe ich eben bei denen hier überhaupt nicht. Ich habe nie Probleme mit den Zähnen gehabt und man kann eben auch, wenn man nach 5 Tagen merkt, es tut langsam weh und es ist unangenehm, kann man sagen, okay, ich höre damit auf, aber kann das selber so besser kontrollieren, was ich gut finde. Und ich finde eben auch, dass man das Zahnweiß kontrollieren kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Das gefällt mir eben gut. Ich zeige euch gleich in den Clips von jedem Tag, wie ich das auftrage, wie meine Zähne vorher aussehen, nachher aussehen und wie man das Ganze aufträgt und so weiter. Ein paar Tipps und Tricks, die ich euch empfehlen kann, aber ich mache das jetzt wirklich nur alle 2, 3 Jahre. Das letzte Mal ist wirklich schon 3 Jahre her und ich finde, das hält relativ lange, sieht eben natürlich aus, ist nicht so teuer und deswegen kann ich es euch sehr empfehlen. Probiert es mal aus, ist auf jeden Fall nicht so teuer, als wenn ihr jetzt irgendwie zum Zahnarzt oder so geht. Aber das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das macht. Wie gesagt, ich bin kein Experte, was das angeht, aber ich fahre damit sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal meine Zähne an Tag 1 an und wie sich das so verändert über Tag 2, 3, 4 und 5. Also das letzte Mal, dass ich meine Zähne gebleicht habe, ist, glaube ich, 3 Jahre vielleicht her. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie meine Zähne jetzt vorher aussehen. Aber ja, ich habe mir gedacht, so vor der Hochzeit will ich das auf jeden Fall nochmal machen. Es sind immer unterschiedlich viele drin. Hier sind jetzt noch extra viele drin. Das sind die Crest 3D White No Slip White Strips, Glamorous White heißen die. Und hier steht Last 12 Months and Beyond. Und ich kann euch sagen, die halten auf jeden Fall viel, viel länger, als da drauf steht. Und hier sind 38 Stück drin, also sozusagen für 19 Tage. Jetzt kommen wir zu meinen Zähnen und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze hier aussieht. Also, das sind meine Zähne jetzt vorher. Und jetzt benutze ich das hier und zwar macht ihr das so am besten, dass ihr euch ein bisschen Taschentuch oder ein Küchenpapier oder so nehmt und die Zähne so ein bisschen trocken macht, damit das Ganze besser hält und nicht so abrutscht. Und jetzt machen wir das Ganze hier auf. Und zwar hier. Das hier ist der Strip für oben und das ist der für unten. Bei anderen ist der für unten auf jeden Fall wesentlich länger. Ich weiß jetzt nicht, warum das bei dem so ist. Und dann, könnt ihr so machen, dass das noch trockener ist. Dann nehmt ihr das einfach ab. Schaut, dass ihr ungefähr die Hälfte findet.
Ja. Und jetzt unten. Oben und unten ist jetzt drauf. Ich höre mich jetzt ein bisschen komisch an. Ich muss jetzt 30 Minuten warten. Und dann kommt das Ganze ab und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, 30 Minuten sind vorbei und ich nehme das Ganze jetzt ab. Also die halten viel, viel doller als vor 5 Jahren oder so. Fällt fast schwer, sie abzubekommen. Und die nächsten 4 Tage werde ich das noch weitermachen. Also noch 4 Tage, einmal am Tag. Und danach zeige ich euch, wie das aussieht. Und wenn ich das noch länger machen will, weil es mir noch nicht ausreicht, habe ich hier noch weitere 14 Stück drin für 14 weitere Tage. Hi, hi, heute der 2. Tag vom Zähnebleachen. Ich habe hier wieder meine Schienen und ich zeige euch einmal kurz, wie es jetzt heute aussieht. Und mache das wieder trocken oben erstmal. Und dann mache ich noch das gleiche unten. Ist drin und jetzt warte ich wieder 30 Minuten. Machen wir es ab und gucken, wie es aussieht. 30 Minuten sind vorbei. Wir nehmen es also wieder ab. Sieht jetzt so aus. Wir machen weiter. Wir sehen uns morgen. Tag 3. Paket 3. Ist so lustig, weil wenn man das eine Weile macht, dann läuft einem irgendwie so ein bisschen die Spucke im Mund zusammen, bevor man das macht, weil man schon weiß, wie sich das anfühlt. Irgendwie komisches Gefühl. Sieht es vorher aus? Und je nasser das auf den Zehen oder bei den Zehen ist, desto schwieriger klebt es natürlich auch, also versucht das echt so trocken wie möglich zu halten. Hello, 30 Minuten sind vorbei. Hier scheint gerade die Sonne rein. Voll schön. Also, ich nehme es ab. Jetzt sieht das so aus. Bis morgen. Guten Morgen. Tag 4. Ich bin gerade aufgestanden. Monsieur schläft noch. Aber ich dachte, bevor ich jetzt mich fertig mache und so weiter, dass ich das auftrage, weil das ist daran nämlich auch ganz gut, dass man die auftragen kann, weil die so gut halten, kann man nebenbei auch andere Sachen machen. Auf jeden Fall werde ich das jetzt erstmal auftragen und euch vorher zeigen, wie es jetzt heute aussieht. Gott, diese Augenringe sind echt schrecklich. Ich schlafe in den letzten Tagen so schlecht, weil es so ein krasser Wind ist und unser Balkon ist beim Schlafzimmer und dann hört man immer alles so rascheln und hin und her sich bewegen. Ich gehe jetzt duschen und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Da bin ich wieder frisch geduscht. Ich habe vergessen, meinen Ring wieder dran zu machen. Lasst ihr eigentlich an diejenigen, die verlobt, verheiratet sind, lasst ihr euren Ring 24/7 dran? Das würde mich sehr interessieren, nur mal so zwischendurch. Ich nehme das Ganze wieder ab. Hat übrigens eine lange Dusche mit Haare waschen, wie ihr sehen könnt. Und nichts ist irgendwie, hat sich irgendwie verändert. Und das ist das nachher. Morgen schauen wir uns einfach mal an, ob uns das ausreicht oder nicht. Another day, another Zähnebleaching. So sieht es jetzt gerade aus. Auf jeden Fall schon recht hell. Es ist natürlich nicht weiß, 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 aber das will ich auch nicht. Es soll schon noch natürlich aussehen. Und weil heute Samstag ist, muss ich nicht arbeiten und kann mir jetzt eine coole Serie anmachen für eine halbe Stunde. 30 Minuten sind vorbei. Anstatt einer Serie habe ich mich für Kochvideos entschieden, aber fast genauso gut. Ich nehme es wieder ab. So sieht es jetzt aus. Ich werde mir das mal morgen früh angucken und auf jeden Fall auch euch das Fazit morgen geben. Es sei denn, ich mache morgen noch weiter, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind eigentlich schon ziemlich weiß. Und wie gesagt, will ich es eben auch natürlich haben und nicht so, ich weiß nicht, ob ihr die Folge mit Ross kennt von Friends, dass es aussieht, als würde ich im Dunkeln leuchten können. Ja, also sehen wir uns morgen. Und so sehen meine Zähne an Tag 6 aus. Ich hoffe, dass das Video irgendwie Sinn macht, ihr einen Unterschied erkennt oder ja,
wenn überhaupt, dann einfach rausnehmt, dass ich euch dieses Set empfehlen kann oder diese Marke empfehlen kann. Wie gesagt, ich fahre damit seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut. Ich bin aber kein Experte, aber ich finde das natürliche Ergebnis einfach sehr überzeugend und auch der Preis. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video vielleicht gefallen hat und ja, wie gesagt, wenn euch das gefällt und wenn ihr auch noch das Video zu dem Thema Zahnschienen haben wollt, gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen hoch und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.